Herzlich willkommen bei der Firma Autogesellschaft. Mein Name ist Enrico. Da drüben ist der schöne Sebastian. Der sitzt in einem wunderbaren lilafarbenen Toyota Supra MK4. Junge! Als Rechtsdenker, wie man unschwer erkennen kann, und versuchen jetzt gerade dieses Monster herauszufahren, nachdem hier gerade E85 reingekippt wurde in Hülle und Fülle. Methanol! Na, ich glaube, das wird wohl eher doch eine Schiebenummer. So ist es mit dem Licht. Einmal brennt es und einmal nicht. Und genauso wie es der Supra ging, ging es auch diesen Golf. Weil dieses Auto war quasi mal ein angefangenes Umbau, mega super Power Renngolf-Projekt von jemandem, von dem wir schon mal ein Auto gekauft haben. Und zwar ist das schon eine ganze Weile her. So finden ja die meisten Automobilhasser, finden das ja dieses Bild am besten. Das Schieben. Wie der Tuner seine Bastelbude auf Deutsch gesagt. Aus der Garage schiebt. Oder wieder reinschiebt. Und wieder rausschiebt, wieder reinschiebt, rausschiebt, wieder reinschiebt. Lange Rede, gar keinen Sinn. Dann haben wir vor über eineinhalb Jahren einen Golf 6R gekauft, als Dreitürer, Handschalter. Wie man unschwer erkennen kann, mit normaler Ausstattung, also jetzt nichts Besonderes. Er hat ein Schiebedach drin, hat eine Sitzheizung, Mufu Lederlenkrad, kein Navi, aber Xenon war ja sowieso serienmäßig. Und der Vorbesitzer hat hier schon echt Kohle versenkt. Ne? Hier ist, glaube ich, eine TTRS-Bremse drin, die auch schon ausgeglüht ist. Ich meine, hier ist ein KW V3 Lobe drin. Meine ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall ein relativ ordentliches Fahrwerk. Und dann hat er hier quasi den Motor einmal, also es sind auch mehrere Varianten aus Leistungsstufen gefahren worden. Ne? Geht wie üblich los. Wir fahren erstmal Software. Dann fahren wir Software Downpipe. Dann fahren wir Software, Lader, Downpipe, Ansaugung. Und wenn du damit dann durch bist, machst du noch ein bisschen Wasser, Methanol. Und wenn du damit dann auch durch bist, dann fängst du an, das Ding auseinander zu ruppen. Genau, wenn du das dann zerpuzzelt hast, nie wieder zusammenbekommst, dann komm ich und kauf den Scheiß und mach den ganzen Quatsch nochmal. Ich sag dir so, wie es ist, die Story glaubst du jetzt nicht. Ich surfe durchs Internet und suche ein Auto, Autos hier aus der Region. Und stolper über dieses Auto. Nicht fahrbereit, steht drin und so weiter und so fort. Da habe ich gesagt, Mensch, gut, rufst du mal an, fragst mal nach, was damit ist. Weil er hat erst 44.000 Kilometer runter. Die sind auch original, das Auto ist, glaube ich, aus zweiter Hand. Theoretisch unfallfrei, auch praktisch. Wir haben aber leider noch nicht in den Beutel reingekloppt. Dazu später mehr auf Sport 1, da werdet ihr das dann sehen. Schlussendlich muss ich mich entschuldigen für mein Kind. Die findet das hier gerade total lustig, auf dem Ring rumzukauen und dabei uns was zu erzählen nebenbei. Ist halt Folgendes passiert. Wir unterhalten uns über das Auto und dann erzählt mir der Verkäufer, du, ich habe noch einen Dodge Ram, den verkaufe ich auch. Und er sagt, super, pass auf, ich komme vorbei. Und dann haben wir beim Telefonieren schon festgestellt, dass an diesem Auto Leute schon rumgespielt haben, die ich kenne, die er auch kennt und wir uns auch schon kennen. Das aber schon Jahre her ist. Und dann sind wir dort oben aufgeschlagen. Jetzt blenden wir euch mal die Szenen davon ein. Autoverkauf, oder? Bisher. Komplett, ja. Läuft eigentlich. Grüß dich. Alles fit? Na, logisch. Stabil, mein Lieber. Stabil. Da endet eine Ära. Eine Ära endet. Voller Ärger. Stillstand. Er hat die letzten 5 Jahre, glaube ich, die Umwelt nicht verpestet. Kein Lärm produziert. Kein Sprit durchgejaucht. Hat eigentlich in dem Folge eigentlich kein Geld gekostet. Eigentlich den Verlust, den du gemacht hast, hast du wieder reingeholt. Verbrauch? Also Unterhalt, Verschleiß, 5-mal Getriebe, 3-mal Antriebswellen, 20 Reifen, 4 Motorschäden, das hast du jetzt alles gespart. Ja, komplett schön gerechnet. Ja. Jetzt ist die Realität. Das ist die bittere Realität, sag ich dir so, wie es ist. Was hast du jetzt an Teilen hier alles noch? Also alles gefunden? Alles Rückbank, Stoßstange, Windfang, Unterfahrschutz, Laderaufdeckung, was ist hier drin? Da sind alle möglichen Originalteile drin. Sie seit 15 bei ihm im Besitz und da hat das Ding übernommen mit ein paar Kilometern gefühlt, mit 30.000 oder irgend sowas. Und hat das Auto dann quasi nur 15.000 Kilometer in Summe bewegt und dann stand da. Und dann soll es ein Projekt werden, dann ist das abgestorben und jetzt haben wir das Ding gekauft. Ne? Fahrwerk, Felge und Zeug ist eingetragen, hier ist auch eine TTRS-Bremse drauf, die ist fertig. Mal gucken, wann das Ding hier brüllt. Und ob sie überhaupt brüllt. Oder ob wir das Handtuch werfen. Ich bin sehr gespannt. Und das Ding auch genauso verrotten lassen. Und das eingestehen lassen. Ich hoffe nicht. Ja? Also an der Stelle bedanke ich mich. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Nachmittag. Tschüss, tschüss.
Und jetzt ist quasi das Auto so weit, dass quasi derjenige, der damals mit angefangen hat, nämlich der Sebastian, fertig gebaut hat. Quasi, ne? Also das Ding läuft jetzt endlich. Es fehlt noch Auspuff und noch eine zweite Spritzufuhr, damit er genug Soße kriegt. Und wir können jetzt mal versuchen, dieses Monster zu starten. Mach mal an den Knaller. Ah, geht da. Ist doch gar nicht so schlimm. Sehr schön an. Kann man Gas geben? Geht das? Kein Gas, das geben. Ich habe den vorhin schon ein bisschen laufen lassen. Ein bisschen durchgewärmt ist er. Aha. Da muss noch eingefahren werden. Der muss noch eingefahren werden, ja. Ich denke knapp über den 79 im Schein, oder? Ja, also ich denke... 80, 81, denke ich. Also ich denke, oh, wahrscheinlich so Leerlaufgeräusch wird so 80 sein. 80, 81 dB vermuten wir jetzt. Ja. Viel mehr wird es kaum sein. Nö. So, Freunde, also was haben wir hier gemacht? Sebastian, was ist hier drin? Precision Lader, Precision Kolben? 64, 66 müsste da drin sein an Lader. Hm. Mit, oh, ich glaube 0,68, also mit der kleinsten Abgasseite T4. Motor müsste haben, Verdichtung 7,8 oder 8,0 zu 1. Ein G10C-Kopf, Blockverschleifungsplatte von BP Motorentechnik. Nockenwellen, boah, haben wir damals Schrick reingebaut? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, Nockenwellen sind noch Serie. Ja? Das ist so der grobe Rahmen. Da steckt schon ein paar Euro drin. Ich glaube, alleine der Motor müssten knapp 10 gewesen sein. 10? Denke ich. Plus Lader. Plus Downpipe, plus Kupplung, weil plus... Weil CNC-Kopf drauf, Motor, Versteifungsplatte unten ist sehr, sehr aufwendig mit Planfräsen und Lagerstühlen bauen und Deckplatte drüber. Das kommt schon hin. Und alles dafür, dass du da dreimal die Viertelmeile hinterjagst und irgendwas wegfliegt und dann machst du es nochmal. Genau. Motorsport. Einmal Sport, Motor fort. Ja, genau. Einmal Sport, Motor fort, genau. Plan war hier, wie viel Leistung? 650? Ja, 650, 700 sollte das Ganze schon... Ich sag mal, in so einem dreitürigen Golf... Macht das Spaß. Ist das schon ganz ordentlich? Das macht richtig Spaß, ja. Das macht richtig Spaß. Ja, deswegen, ich habe auch überlegt, scheiße, Enrico, was sollen wir mit dem Ding? Den Dodge Ram haben wir natürlich mit Kusshand genommen, das geht halt immer so ein Auto, ne? Letzten Endes, lange Rede, kurzer Sinn, wir kommen dann dort aufgeschlagen und erzählt mir halt seinen Leidensweg. Das ist halt auch mal so ein Kommunikationsding zwischen den Menschen, dem Einzelnen. Der eine sagt A, der andere versteht B. Und dann denken beide, die haben A verstanden, der nächste denkt wieder, das war doch B. Und dann, ne, so eine Tuning-Projekte, wie viele davon sind schon gescheitert im Privatbesitz? Muss man einfach so sagen, wenn du selber nicht gerade der Schrauber bist vom Dienst und du im Zweifel ja zu anderen gehen musst, dann musst du ja auch akzeptieren, was die dir im Zweifel sagen. Und wenn du da selber vielleicht auch ein Typ bist, der sagt, der niemand so akzeptiert, dann kann es halt immer zu Problemen führen. Stimmt, Basti? Das ist durchaus richtig. Das ist durchaus richtig. Meinungsverschiedenheit gibt es bei solchen Sachen immer. Der eine sagt so umsetzen, der andere sagt so umsetzen, das ist immer... Ja. Man muss dann irgendwann sagen, der Weg ist das Ziel. Genau, und was hat er hatte dann letztendlich sich dafür entschieden, dann die Klappe zuzuwerfen von dem Ding, die Haube, das in die Ecke zu schieben und warten, bis erstmal eine Weile Gras drüber wächst. Und irgendwann ging es auf den Sack und dann hat es ins Internet gesetzt und dann bin ich drüber gestolpert. Und jetzt steht es hier und wir könnten eigentlich ohne Runde fahren, aber jetzt mit Kind eher nicht. Weil dann fliegt hier der Motor auseinander und wir stehen irgendwo rum. Wir haben mal Holzservice. Achso? Ja. Ja? Ja. Fährst du da mal vorher beim King vorbei und beim Drive? Ich hole dich mit der Supra auf dem Anlasser. Ah, ja. Ja, auf dem Anlasser komm ich rübergefahren. E-Antrieb. Eigentlich hat jedes Auto einen E-Antrieb. Grundlegend richtig. Du bist relativ langsam und die Reichweite ist begrenzt. Ja, es kommt drauf an. Du baust halt noch ein paar Batterien ein. Ja, das ist die Frage, wenn der Anlasser abbrennt. Ne? Achso. Braucht er vielleicht die Kühlung? Der braucht eine Kühlung, Wasserkühlung. Ja, da kann man da vielleicht ein Loch reinbohren an der Seite, dann kriegt er frische Luft. Fahrt mit. Ja, Fahrt mit der E-Mit Strom. Nee, ansonsten ist es eigentlich ein sehr schönes Kraftfahrzeug, muss ich sagen. Er sieht auch echt lässig aus, wenn man hier so das Häubchen zuwirft. Ja, du echte 48.000 weg, ne? No, das ist ja das Interessante gewesen. Gut, der Motor ohnehin jetzt, keine Ahnung, null. Richtig. Bis auf 20 Kilometer, die ihr jetzt gefahren seid oder sowas, ne? Ja, 20, 25 sind ja richtig mehr was. Und ansonsten ist das echt ein schönes Auto. Die Bremse müssen wir noch machen vorne, ne? Die Scheiben sind fort. Ach, müssen wir uns schon mal angucken, wenn die frei ist. Verzogen oder was? Ja, verzogen. Achso, okay. Das kann sein. Die ist nur krumm. Das müssen wir doch mal probieren auf der Strecke. Das müssen wir auf der Strecke mal probieren, ob der Innenspiegel abfällt oder behält. Genau. Wenn das Lenkrad quasi rausbricht aus der Lenksäule. Wenn du das abziehen kannst, weil die Schraube locker ist, so flupp. Da kenne ich einen, den ist schon mal so was Ähnliches passiert auf der Autobahn. Aber das hier ist so ein bisschen Öl, das sieht man dann immer an. Das war für diesen schönen Sensor. Das war so ein kleiner... Ja, das war ein Highlight. Aber Öl war noch genug drauf, hat es ja gesagt. Es war wirklich noch genug Öl drauf. Wir haben, kann ich sagen, genau 1,5 Liter verloren. Auch schön. Ja. Da hier aber knappe 6 reingehen mit der tiefer gesetzten Ölwanne, war das jetzt nicht ganz so schlimm. Das finde ich jetzt auch ein bisschen sehr tuningmäßig. Das Racing. Das Gewichtsersparnis verstehe ich ja, aber... Optikzuwachs. Sieht irgendwie scheiße aus. Ist das ein Glasstöpsel? Nee, ne? Das ist, glaube ich, ein Glasstöpsel, oder? Ja.
Aber so hoch ist schade. Hm. Weil normalerweise gibt es die ja in Plan. Flächenbündig, ne? Genau, dann sieht das relativ schön aus. Eigentlich könntest du aus den Dingen einen coolen Sleeper machen. Originalrad, schwarz, und dann, fertig. Und dann wirklich aber wirklich auch hochfahren. Also wirklich nie so 2 cm tiefer, sondern wirklich Serienhöhe. Und dann leise. Also das Ding muss leise sein. Okay. Genau, noch 4 Schalldämpfer ungefähr rein. Ich denke ja. So und in dann, Reihe. Dann wäre es ein krasser Sleeper. Weil dann denkt so jeder, dann machst du noch so ein 1,4 TSI hinten drauf. Und dann geht das fit. Ja, und eigentlich die Mittelendrohre weg, ne? Ja, bloß die Endrohre. Bloß die kleinen 2 nach links. Na no, genau, musst du eigentlich noch umsetzen auf die linke Seite und fertig. Genau. Oder ne? TDI sogar drauf. Das dann. Oh, das ist es. Das dann ganz brutal. Hm? Ja, was haben wir damit vor? Ich wollte damit mal im Sommer auf der Late Night mal vor der Meile fahren. Sebastian schon? Reparierst du dir. Und da ist hinten der Kofferraum voll mit so roter Fleisch, mit roten Fleischerkisten, mit so Zahnrädern und genau. Irgendwie Einzelteilen. Alles, alles. Zerbrochenes Zeug. Ja, alles überschmiert. Und wie war's? 3 Läufe, geil. Hat sich gelohnt. Nee, wir müssen jetzt also Folgendes machen, wenn das Klo dann die 2. Spritleitung hat, weil so kriegt er nie genug Soße. Er fährt zwar so, ne, aber wahrscheinlich... Ja, das Hochdrucksystem ist ja original. Ich denke mal, das macht so 340, 350, 360 vielleicht. Ja? Stabil auf dem Ding. Problem ist, selbst mit geringstem Ladedruck, es müssten jetzt auf sogenannten Dosendruck 1,2 Bar sein, sind wir bestimmt schon bei einer 500 bei dem Lader. Würde ich sagen, 450, 500. Wow. Ja, das ist schon sehr groß. Er macht ja, glaube ich, 900... Was die Angabe von dem Ding? 29, 49, irgendwie sowas? Die sind schon, Echt jetzt? Was ist denn hier eigentlich so das Maximum, was du hier so drauf fahren kannst auf so einem Motor? Schätzt denn? Das ist die Frage, wie lange halten soll, ne? Ja, gebaut ist es cool. Wie gesagt, bei den Kolben habe ich ein bisschen Bedenken, weil das Direktkolben sind. Damit haben wir echt viel schlechte Erfahrungen gemacht. Schön, klingt gut. Ansonsten so Pleuel und Co. ist eigentlich alles High-End in dem Ding. Also ich gut, dass da Kolben drin sind, die nicht halten. Das gefällt mir irgendwie. Ja, die schrumpfen halt ein bisschen. Das ist das Problem. Ne? Bei mir schrumpft auch so manches. Ja? Aber Bauch nicht, ne? Nee, leider nicht. Der wird nur fetter. Das ist das Problem. Wenn alles mal so fett werden würde wie der Bauch, das wäre geil. Oh, das Portemonnaie vor allem. Ja, das wäre schon irgendwann, schläfst du im Sitzen. No? Ne, aufrecht, ja, ist so. Ich stehe schon, ich komme gar nicht mehr ins Zimmer rein. Haltungsschäden, dann so. Ich schlafe vor der Tür. Ist der Arzt, warum? No? Genau, ich schlafe vor der Tür. Bett ist voll. Genau, mein Bett ist voll. Mein Kopf ist ganze Der Arzt lacht und denkt sich, jawohl, Patientengebühr, ole. Mit realistischen 600 PS fährst du mit dem Teil eine ganze Weile. Ja, das klingt doch wirklich gut. Eine ganze Weile. No? Hallo, guten Tag. Guten Tag. Und so mit 600 PS, da kann man ja, oh, denke ich, das müsste gerade so gehen für einen Golf. Das ist jetzt die Frage, wann der Lader richtig da ist. Also jetzt auf der Probefahrt haben wir das so 4, 4,5 geht es ordentlich los. No? Bis 5, 5, 5 dürfen wir jetzt schon drehen. Also ich denke mal, wenn du bis 8,2 drehst. Bis wohin willst du drehen? Ja, 8000 brauchen wir schon, damit es schnell wird. Kann er. Das ist kein Motorrad, das ist ein Auto, ne? Guter Motor. Ach ja, okay. War das mit den Kolben ein Problem eigentlich, klar? Ach nö, das muss dickes Öl reinkippen. Das ist egal, ob ich rumpfe. Okay. Ja. Bist du sicher, dass das die Kolben sind? Weißt du das noch? Ja. Wir haben damals Reckkolben, Reckpleuel in dem Ding drin. Sau teuer. Sau teuer. Und hält die? 3.000 Euro damals Kolbenpleuel für das Ding. So billig? Das kostet richtig Geld. 4 Stück? Ja, ja. Mensch, sind die aus Gold? Und dann halten die auch nicht? Ja, die halten schon, aber die schrumpfen, wie gesagt. Und das Problem ist, wenn der Kolben halt viel Spieler drin hat, hat er oben beim... der knallt halt immer rüber. Das Problem ist, dass die Kolben ab einer bestimmten Drehzahl anfangen zu schwingen. Und damit brechen sie irgendwann den Motorblock durch. Dann hast du einen Riss in der Laufbahn. Das ist eigentlich so das Klassische. Gibt's das öfters? Und wie lange dauert das, bis das kaputt geht, ungefähr? Das ist immer die Frage. 5.000, 10.000, 15.000 Kilometer. Teilweise Volldampf 2000, oder was? Teilweise 2.000, 3.000, das ist, kannst du nie pauschal sagen. Kann nur ein Kolben erwischen, der nie einfällt. Woran kann man das frühzeitig erkennen, dass er einfällt? Gar nicht. Gar nicht? Ach, das ist noch besser. Kannst du nur ausbauen und nachmessen, das ist von außen... Also, du hörst es nicht mehr, das ist das Schlimme bei den Dingern. Du kannst also ohne reingucken und sagen, komisch. Siehst du nicht? Nee, das ist halt bei den Rechten. Also bist du gefickt auf Deutsch gesagt, wenn es zerfliegt. Aber das ist halt Motorsport. Was für Kolben baut man da jetzt ein? Das ist eine sehr gute Frage. Mal im Motorsport. Guter Dauerläufer. Ein paar Probleme in dem Nachfolgermotor mit der Steuerkette. Die haben da ab und an mal beim Golf 7. Diverse Fehlercodes geschmissen, auch mit dem Mal im Motorsport. Ansonsten JE und die ganzen Ami-Hersteller bin ich auch weit weg von. Die fallen auch ein. Woran liegt das an der Hitze? Das liegt am Materialgefüge, was sie verwenden, an dem Rolling. Also und teilweise auch am Einfahren. Es gibt viele Leute, die lassen das Ding erstmal 5 Stunden im Leerlauf laufen. Das ist der absolute Fehler. Ne? An, behutsam warm fahren und dann Feuer. Und, aber dass das vielleicht nur eine Charge war an Kolben, die scheiße war, kann also das nicht sein? Also wir haben damals zu der Zeit, wo die auch gefertigt wurden, bei denen bestimmt 7 oder 8 Motoren mit den Kolben gemacht. Und 4 oder 5 hatten wir irgendwann mal wieder offen und haben alle gesagt, oh, was ist denn da passiert? Na, das ist schwierig. Ich bin jetzt gerade mit den Italienern von IAP, haben wir relativ viel gemacht.
Ist jetzt natürlich die Frage, wie die in der Langzeit dann laufen. Ne? Ich sag mal, das sieht immer alles toll aus, wenn es aus der Verpackung kommt. Hm. Wenn du so nach 20, 25, 30.000 Kilometer so einen Motor aufmachst und sagst, okay, das sieht echt gut aus, das hat auch gut funktioniert und das hat ja ordentlich Dampf, dann kann man sagen, das Produkt taugt. Aber alles andere ist halt immer so eine Verpackungsbewertung, das ist halt immer blöd. Ja, muss man sozusagen. Das heißt also im Umkehrschluss, wenn du auf Nummer sicher gehen würdest wollen, müsstest du gefühlt alle 500 Kilometer den Kopf runterbauen und gucken, was los ist. Ja, zumindest so alle 1000, 1500 Kilometer. Kann man das so machen wie beim Fahrrad mit so ein paar Schnellspannern vielleicht? Die Kopf fahren? Das geht wirklich relativ schnell bei den Dingern. Das ist noch der gute Motor, wo du unten nicht diese blöde Hauptlagerplatte drüber hast, diesen Ölhobel, sage ich jetzt mal, was es eigentlich technisch ist, wie beim Kettenmotor. Hier kannst du relativ schnell die Kolben rausbauen. Man könnte mal einen neuen Versuch fahren, was man noch nie gemacht hat. Man könnte den mit dem Stethoskop jetzt mal abhorchen und das alle 500 Kilometer mal machen im Leerlauf. Ob sich was ändert am Geräusch. Also wenn man sich das als Mensch so einprägen kann, aber es wäre zumindest eine Idee, was man jetzt mal machen könnte. Jetzt ist er neu, dass man so jetzt nach 50, 80 Kilometern, wenn ein bisschen Sprit durchgewandert ist hier, das Ding im Leerlauf bei warmem Motor mal anhören und das Ganze dann nach 500 Kilometern nochmal machen. Ja. Das wäre mal eine coole Idee. Noch nie gemacht, aber das ist ja das, was mir jetzt gerade so einfällt, was man so von außen akustisch mal wahrnehmen könnte, ob der Motor hier irgendwelche Anzeichen hat, dass die Kolben dort ein erhöhtes Laufspiel haben. Weil ich so von drin im Kaltstart höre es nicht. Also es gibt Rennkolben, schmeißt du an, hast du von vorne drin ein feines Glockenspiel. Das ist normal bei manchen bei so einem hohen Einbauspiel, aber bei den Rec hast du das halt nie gehört. Wo wir den damals fertig hatten, das zu war und auch der Motor schon drin hing, wo wir dann einmal drüber debattiert hatten, wo eben sich die Fälle so ein bisschen häuften bei den anderen Motoren, wo dann so ein bisschen, sag ich mal, vielleicht die Lustkurve nach unten sank. Weil, ja, wenn du das fertig hast und nicht mal angesprungen ist, hast noch 5000 Sachen auf der Liste, dann sagt ihr, nein, mach den Motor wieder auf, weil die Kolben sind kacke. Dann wo geht die Motivationskurve hin? Da sagst du irgendwann, wozu mache ich den ganzen Scheiß? Bei mir war es ganz klassisch gestiegen. Ich hätte gesagt, ja, klar. Oder? Na klar, schmeiß alles weg. Wir holen am besten den ganzen Motor weg und kaufen einen neuen. Das hat der Basti mir aber schon vorher auch gesagt, ne, dass das Thema mit den Kolben komisch werden könnte. Ich habe gesagt, wir machen jetzt einfach Folgendes. Wir nehmen bei 1, 2, 3 Motorsportveranstaltungen, also je nachdem, wie lange das Auto dann hält, nehmen es einfach mal teil. Positiv denken, es hält lange. Genau. Ne? Und dann gucken wir einfach, ob das funktioniert. Und dann könnte man ja, wenn das Jahr durchgehalten hat, den Kopf mal runterschrauben. Dann auf jeden Fall die Kolben mal rausziehen. Ne? Und da mal reingucken. Ich habe ein bisschen Bedenken mit der Kupplung, ob das so noch funktioniert. Ne? Wieso? Ja, da ist so eine Einscheibensachs drin mit gefederter Druckplatte. Das hat ab und an schon mal das Leben gelassen, das Zeug. Ja, okay, gut. Du musst ein bisschen behutsam anfahren. Ich hätte ja eher so, wenn du hier mit Last anfährst, dass irgendwie die Antriebswellen und das denke ich nicht. Alles andere einfach so viel rumdreht. So viel Drehmoment machen eigentlich die 200 TFSI nie, wenn du sie sauber abstimmst. Aber ich denke halt eher, dass du die Kupplung im Schleifmoment beim Anfahren dann vielleicht mal irgendwann das Leben lassen wird. Ach so. Aber ja, gut. Ist ja Motorsport. Das gehört dazu. Das gehört dazu, ne? Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß, das Getriebe hält das? Wie viel Dampf fahren die O6 700 Newtonmeter? Also ich sag mal, dem Getriebe gebe ich auf der Straße auf jeden Fall auf Dauer 600 Newtonmeter, was es kann. Na, okay, das ist schon viel. Mit 800 auf dem R32 Turbo fährst du meistens keine 2000 Kilometer, das ist alle. Also ich habe selbst schon einmal eins komplett zerstört auf der Autobahn, wo der Kunde meinte, es sei umgebaut und verstärkt und dann war wirklich noch 500 Kilometer am Abstimmen. Da hat der Basti mal kurz geguckt, wie verstärkt das wirklich ist und dann war es kaputt. Ja, wir haben einen vierten eingelegt und der vierte war dann ab und dann sind wir mit 1, 2, 5 und 6 nach Hause gefahren. So ähnlich wie bei meinem R6, das kenne ich. Reicht doch. Ja. Ey, du brauchst doch dich hier gar nicht. Ja. Das ist doch Quatsch. Ich bin mal aus dem Meißner Hochland mit dem R6. Ne? Erster weg, fünfter weg, sechster weg. Irgendwie nach Hause gekommen, da war nur noch Salat in dem ganzen Getriebe. War eine Schaltgabel gebrochen, Eingangswelle, ein Stück ab. Es war Katastrophe, aber es ging. Perfekt. Ich bin bis nach Hause in die Firma gekommen. Jetzt mal ohne Mist, ne? Du musst einfach nur die drei richtig austrennen und dann gehst du direkt in die fünf. Das ist eine gute Idee. Du machst kurz so. Salat weg, aber es ist kein Problem. Wann kommt er wieder? Er kommt. Und das Ding dreht bis 8 jetzt? Nee, jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, was für ein Datenstand hier drauf ist. Da müsstest du mal den Herrn Hein fragen. Der hat, glaube ich, damals hier das Steuergerät beschrieben. Ja, das deswegen ist auch die Motorlampe aus. Gut, dann sagst du mir noch mal, was der Rest jetzt noch wäre. Genau, und dann du hast mir hier noch eine Spritpumpe mitgebracht. Die ich die war irgendwie... Die ist hier mal mitgebracht. Die war wohl doch übrig. Die passe doch nicht. Nein. Im Achter. Okay, leider gut. Nicht. Das ist nicht so schlimm, dann kommt die wieder ins Inventar. Ja, wir müssen aber jetzt das Achterauto noch mal holen. Ach weil so. Jetzt wieder irgendwas Neues am Spritsystem nicht mehr funktioniert. Ist das V12 oder V8? V12. V12 ist gut, zwei Pumpen drin, richtig Spaß. Richtig. Richtig Spaß, super Spaß. Nee, die Dankanzeige geht nicht. Dankanzeige auch nicht? Ah, ja. Die ging, jetzt geht sie nicht mehr. Aufhört. Toll, fährt. Okay, hast du schon mal Glück. Wenn Sprit drin ist. Wenn Sprit drin ist, gut. Ansonsten aus. Ja, finito. So, Freunde, an der Stelle würde ich mal sagen, hoffen wir mal, dass wir mit dem Ding bald mal eine Runde drehen können. Also wir könnten eine Runde fahren, aber eben nicht mit Feuer. Da muss der Basti jetzt noch ein bisschen Spritzen. Ein bisschen einfahren würde ich trotzdem noch. Ne? Egal, ein bisschen einfahren? Erstmal so einfahren? Können wir gerne. Also ich sage jetzt 1000 Kilometer, das ist Blödsinn, weil das machst du eh nicht. Aber ich würde ihm jetzt mal 400, 500 Kilometer irgendwie geben.
Zum Not nehme ich das mal irgendwie einen Tag mit und fahre mal ein bisschen Autobahn und Überland und so ein Kram. Dass wir ein paar Kilometer drauf kriegen, noch zwei Ölwechsel machen können und dann... Lässt ihn ganz, ja. Ja. Gut. Da haben wir das auch geklärt. So machen wir das. Hier, ne? You know Bescheid. Jo, genau. Zeitnah. Die preiswerte Batterie ist ein Beifahrerfußraum. Okay, sehr gut. Ja, und die wollen, wissen Sie, die Woche holen die Scheiße, ne? Krieg mal hin. Schaffst du das, Basti? Das war auch ein Langsteher bei uns. Ja, oder? Und das ist ein deutsches Auto, der ist unfallfrei, hat ein Checkheft und wollte keiner haben. Ging es nach Frankreich. Weil Handschalter. Wahrscheinlich Handschalter, ne? Weil die alle nicht mehr, Entschuldigung, Auto fahren können, wenn ich das mal so. Oder wollen. Oder wollen, ne? Wollen oder können? Das ist hier die Frage. Und weißt du was, der Vorbesitzer hat dann bei uns angerufen und gesagt, weißt du was der Witz ist, ich habe das Auto verkauft in der Ankaufsstation abgegeben und 3 Wochen später steht er wieder bei mir auf dem Hof. Weil der in einer Logistikfirma gearbeitet hat und da stand das Auto wieder. Wirklich? Und dann hat er geguckt, wo das Ding hinging und dann hat er uns angerufen und gefragt, irgendwie heule ich den Auto gerade nach, kann ich es vielleicht wieder haben? Da hätte man eigentlich vielleicht sagen müssen, komm, hier irgendwie ist, 2 Scheine drauf und weg das Ding. Aber da haben wir ja gedacht, wir machen noch einen riesen Reibach mit der Karre, das hat natürlich dann nicht geklappt. Da will es gar keiner kaufen. Ne? Dann wollte es irgendwie gar keiner haben. Und wir haben auch Interessenten gehabt, aber es gab noch ein paar andere Handschalter im Netz, auch eine weiße Limo, logischerweise so wie der jetzt hier. Auch Handschalter, auch Deutsch steht immer noch. Das verstehe ich nicht. Kauft keiner. Ja. Also ich fasse keinen Handschalter mehr an, kannst du lassen. In der Stadt, okay. Ne? Nervt es ein bisschen, brauchen wir nicht reden. Für jeden Tag ist DKG cooler, ja. Also wenn du das als Spaßauto hast. No? Genau, das ist doch, nimmst du doch mal nicht übel, das ist doch kein Auto, wo du jetzt ein ganzes Jahr mit fährst. Handschaltgetriebe stirbt aus. Ja, Handschaltgetriebe ist auch tot. Genau, brauchst du bald nicht mehr, der fällt bald ab. Der wird sich später sich dann zurückentwickelt. In 100 Jahren haben die Menschen keinen rechten Arm mehr, weil braucht man ja nicht mehr zum gucken. Also was ist eine Antenne, um das Fahrknöpfchen zu drücken? Ja, das ist halt auch so ein DRG-Projekt, was wir halt, auf Deutsch gesagt, ins Geheime angeschoben haben. Das Ding läuft jetzt. Der lief auch schon quasi einige Zeit eher. Wir hatten einfach bloß keine Gelegenheit, der lief auch schon im November oder im Oktober. Wir hatten einfach bloß keine Zeit, herzukommen und uns das mal anzugucken. Obwohl das nur, weiß nicht, 10 Kilometer Luftlinie ist oder sowas. Ne? Da merkst du mal, wie perfide krank das ist, wie viel man eigentlich so den ganzen Tag um die Ohren hat. Das heißt, die Jungs von Sport 1, die haben wir jetzt noch ein paar Aufnahmen mitgenommen jetzt hier, weil das noch fehlte. Der hat mich bestimmt jetzt schon 6 Wochen, deswegen mehr oder weniger, also nicht von Sport 1, sondern vom Kamerateam, hat mir jetzt die Nerven schon penetriert. Und der hat schon gedacht, ich will den verarschen und mach das nie, weißt du, ich meine? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf zu sehen, wie wir mit dem Ding auf der Meile ablosen oder auch nie. Ich bin mal gespannt, ob die erste Probefahrt funktioniert und wie lange die funktioniert. Und eine Zulassung wird das Auto wahrscheinlich nie kriegen. Das wird halt immer nur für Motorsportzwecke verwendet werden. Und wenn wir es mal verkaufen, dann wahrscheinlich auch genau unter der Maßgabe. An der Stelle bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Schreibt uns gerne eure Meinung in die Kommentare. Wie lange hält er oder fällt er? Oder wie lange hält er oder knallt er? Ja? Kann ja auch sein, es macht Peng und dann war es das. Und der Sebastian gibt sich natürlich immer größte Mühe, alles schön zu bauen. Und der Typ ist halt auch immer so detailverliebt. Ne? Bei dem muss ja alles immer ganz toll aussehen. Du musst die Haube aufmachen und dann muss das gut aussehen da drin. Also es darf nicht bloß gut funktionieren, sondern es muss auch gut aussehen. Und bin gespannt, wie viel Freude wir oder wie viel Freude wir nicht daran haben, damit auf einer Rennstrecke zu fahren. Vielleicht fahren wir ja damit wirklich zur Late Night. Das wäre ja mal was, oder? Und dort einfach mal eine Runde zu fahren. Würde ich schon immer mal machen. Gut, an der Stelle bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Bis bald. Was ist denn hier eigentlich die Kernaufgabe an dem Fahrzeug? Die Kernaufgabe war das Motormanagement. Ja, ja. Das stimmt. Oh. Also ich sag mal so, ja. Die Steuerung ist von 2008, dementsprechend etwas antik. Ah. Du brauchst so einen antiken Laptop dafür. Ah. Also das ist mit Steinen, weißt du? Kennst du das hier? Holz an der Seite, das ist ein Rechenschieber. Ja, 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 ein Notproblem. Da sind wir jetzt gerade am gucken. Gut, Vögel tanken weiter. Ein Notproblem. Ist das der Nothammer? Ich denke, das ist der. Ach, das ist der Startknopf. Ach, da klopfst du damit auf ein 2JZ rum, wie so ein Idiot, und dann springt der an. Ja, das ist wie so ein Morsezeichen. Dann gehen die an, weg. Ah, ja, 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 da musst du so einen Code einhämmern, ne? So gut, die Alarmanlage draußen ist angegangen. Ja, ich weiß. Ja? Scheiße. Die Alarmanlage ist an, das muss man schnell. Das Auto ist aus, das gefällt dem Kind nicht. Das denke ich auch. Das ist das Problem. Es wird ein bisschen durchvibriert. Was ist los, Mokel? Was ist denn los? So, okay, ja. Ich hab dich ja schon. Ja. Wir mussten mal kurz das Kind nach draußen parken, weil es ist einfach zu laut. Perfekt. Man, wir könnten jetzt abkippeln. Das Problem ist aber, dass wir das durch Zündkerzen noch schlecht schaffen. Also ich denk, du kannst eine Bude durch das Schlüsselloch streichen. Ich kann dir oder drin Gemälde reinmalen, auf dem Kolben. Kein Problem, das kriegen wir hin. Okay. Aber das mit dem Herkettel kriegst du hin, so mit 2 Mikado-Stäbchen durch die Zündkerze. Das ist eine gute Idee. Ja, das nicht. Sieht aus wie ein Schlagzeuger dann. Genau. Das muss doch gehen, Basti. Oder von unten Ölwanne ab und da so ein bisschen den Herkettel. Ne? Das kannst du auch machen, ja. Das könnte man aber versuchen. Das ist ein bisschen Montierhebel von unten.
Mit einer Brechstange von unten. Gibt dir was? Okay, bitte, was ich da so richtig drücken. Wie der ganze Motor hin und her geht. Kratzer dran machen. Ne? Guter Preis? Guter Preis? Rabattpreis? Ja, ja. Preis? Niedrig. Kleiner Preis. 2023 Preis hoch. Ha, nee, nix. Doch, Preis hoch. Nix. Nebenkosten hoch. Na, ich habe gehört, Preise fallen. Nebenkosten hoch. Ich habe gehört, alles teuer, kann Leute nichts kaufen. Nebenkosten hoch. Der Preis runter. Preis hoch. Ja, runter. Preis mal zwei. Ah. Okay. Nee, ich schreibe dir mal was Schönes zusammen. Ja, bloß nicht so schön. Also. Schön, rund, klein. Klein. Du weißt, ich bin ein Mensch, kleiner, freue mich über kleine Dinge. Ja, kleine Preise. Kleine Preise. Der kleine Preis, klein. Genau. Ich bin gerne bei Penny. Ich schreibe ihn dir gerne klein auf der Rechnung. Ach so. So richtig klein. Statt Schriftgröße 10, mach mal 8. Damit mehr drauf passt. Genau. Da sehen die 8000 Euro nicht so schlimm aus, ne? Ja, das stimmt. Wenn man die lesen kann, kannst du die Schriftgröße 4 machen. Ich kann nur 2 machen. Ach, das jetzt? Das wird gut, ne? So machst du schon, schreibst du die Rechnung hier. Du machst das immer, naja. Okay. Machst das klein und dann sehen so 10.000 Euro total kurz, dann denkst du an Huni. Und dann guckst du nochmal, komm mal schnell. Das mach ich. Verdammt. Okay. Gut.